Willkommen zu was Neuem, beziehungsweise zu einem kleinen Update, denn es ist wieder soweit. Der Bus-Simulator kriegt ein neues DLC. This is Ted speaking. I've got a big opportunity you might be interested in. Come to the Mark Depot. There's something exciting waiting for you there. Denn? My son's about to start middle school. And it occurred to me that while we already have a growing public transport network, we're still lacking a school bus program for the city. We've finally managed to get one up and running, and Greenwood High School has agreed to be the first to adopt the program in Angel Shores. I suggested that your company should manage the program, and the idea was received with a lot of excitement. So, what do you say? Shall we get cracking? I've already drawn up a route for the maiden voyage. Ein Bus der US-Hersteller Bluebird. Er ist mit dabei und das ist die die offizielle School Bus Extension für den Bus Simulator 21. What do you think about the new school bus? I think it's swell. Have you tried out its amber lights already? They're for signaling to other road users that children are about to board the bus. You should use them when you're approaching a school bus stop. Genau, also es geht darum, tatsächlich die Schüler zur Schule zu bringen und das tatsächlich auf speziell errichteten Linienverläufe, die ihr natürlich auch selber erstellen könnt. Ihr kennt es sicherlich schon vom Bus-Simulator, worum es tatsächlich in dem Spiel geht, und mit den zahlreichen neuen Missionen und neuen Missionstypen Schulfahrten habt ihr tatsächlich einen riesengroßen Spaß damit. Plus, when the sign extends, there are also blinking red lights to help alert the other road users. The traffic around your bus is obliged to stop when the stop sign is out, even oncoming traffic. This allows children waiting on the other side of the road to cross over safely. Yes, the amber lights, stop sign, and blinking red lights are indeed very useful features on school buses. A crossing arm attached to the front of the bus is another exciting safety feature that school buses have to offer. You can extend it to prevent children crossing directly beneath the front engine hood. It's good practice to be extra safe and prevent them from doing this, as it's a lot harder to see them there from the driver's seat. Genau. Hier sehen wir es nämlich. Even if somebody does walk past, hier kommt jetzt so eine Stange raus, so dass die Leute auf jeden Fall nicht da direkt, oder die Kinder nicht da direkt über die Straße rüberlaufen. Ihr seht jetzt ganz kurz die Map. Da können wir natürlich wie gewohnt einzelne Routen erstellen, wie ihr es tatsächlich schon aus dem normalen Bus-Simulator 21 kennt. Bloß jetzt tatsächlich mit der Schulbus-Akquise, dass ihr natürlich dann entsprechend Schulen am Ende anfahrt. Und das Ziel ist natürlich eine Schule. Morgens hin, nachmittags zurück, alles das ist natürlich mit dem oder mit der Expansion möglich. Und da stehen uns tatsächlich drei offiziell lizenzierte Schulbusse zur Verfügung, nämlich ein All-American FE, ein All-American RE und eine Bluebird Vision Schoolbus, also eine kleinere Variante. Aber die großen machen, glaube ich, dann tatsächlich doch ein bisschen mehr Sinn. So sieht das Ganze von innen aus, mit einem modernen Bus, denn natürlich könnt ihr diese Expansion auch mit einem vorhandenen Bus, den ihr schon in eurem Fuhrpark habt, nutzen. Ihr müsst nicht unbedingt die Busse des US-Herstellers nutzen, ihr könnt tatsächlich auch eure altbekannten Busse nehmen. Natürlich habt ihr dann natürlich nicht diese Stoppfunktion und die Barke vorne, aber macht auch trotzdem Spaß. Hier haben wir beispielsweise einen ohne Motor vorne, sondern Motor hinten. Sieht auch interessant aus, oder? Das ist die Schule. Da fahren wir jetzt gerade hin. Ist ja auch schon spät, ne? 7 Uhr, also wird auf jeden Fall Zeit, ne? Und ihr seht hier schon, hier fährt auch eine Tram durch die Gegend, ne? Mhm. Diese Tram fährt wirklich durch die Gegend. Sie hat auch einen offiziellen Fahrplan. Man kann sie noch nicht fahren, man kann aber einsteigen. Das steht schon mal fest. Vielleicht findet ihr sie ja. Und alle Zeichen und Lichter und Stangen kann man selbstständig anmachen. Also
macht tatsächlich einen riesengroßen und einen Spaß. Den Bus-Simulator Next 21 Next Stop, die School Bus Extension, gibt es ab dem 30. August. Und das natürlich für den PC, der PlayStation und auch der Xbox. Natürlich zu einem wirklich schmalen Preis von 12,99 €. Und wenn ihr den Season Pass habt, habt ihr das Ganze auch schon mit drin. Denn da bekommt ihr natürlich den E-Bus-Code, das Bus-Pack und natürlich auch jetzt bald das erscheinende School Bus Extension. Also viel Spaß mit dem Bus-Simulator 21 und wenn wir es haben, wir schauen uns das hundertprozentig ganz genau einmal an. Bis später.